Hallihallo, hier ist der Gusor und ich spiele mal wieder. Ja, ich sage jetzt einfach mal mit dem Grizzly TV, richtig? Oder soll ich? Ja, Maxel brauche ich ja nicht mehr sagen. Ey, der neue Kanal Oder ist jetzt Grizzly TV, also macht genau, jetzt auch mal. Grizzly TV oder einfach Max, ganz genau. Und zwar, er sagt: Oh, komm, wir könnten ja mal eine Runde CR spielen. Und ihr seht gerade, ich bin wieder schön in der Arena 4. Ich habe so ein paar Fails hintereinander hingelegt und zack, zack, zack. Kennst du bestimmt auch, denke ich mal, Max. Ist man schnell wieder mal mit einer Arena weiter unten. Das stimmt, ja. Ich mache jetzt einfach mal kurz meine Truhen auf. Ich erwarte jetzt nicht wirklich viel. Ja, wie zu erwarten war. Gucken wir mal Gratis-Truhe hier nochmal Vielleicht hast du an. Glück mit der Crown Chest, die ist ja seit dem Update, Ja, ne? gibt's, ja, klar, logisch. Ich meine, auch alleine vom Gold her ist natürlich schon ziemlich nett. Aber ja, guck mal hier. Bum, bum. Ja, war halt jetzt nicht der Burner. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch so ging. Achso, Grizzly. Ja, genau, ich schreibe da erstmal Grizzly TV. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf mein Trüppchen. Ich habe nämlich die Möglichkeit, ich könnte theoretisch upgraden, habe aber das Gold nicht. Ja, so ist das. Ich habe nämlich wieder truppenmäßig komplett umgestellt und ich probiere einfach jetzt mal einen Fight gegen dich. Und jetzt gucken wir mal. Oh Gott, was nehme ich denn hier? Achso, ja, genau. Du stellst gerade noch um, denke ich Ja. mal. So, ich wäre ready, Okay, ohne dann dass ich hau jetzt ich mal auf Testspiel den Bildschirm raus. gucke. Du darfst. Hast Alles klar. angenommen, ja? Level Ja. 6, Level gegen Level 8. Ich meine, das habe ich die ganze Zeit hier, aber Ja, die Sache ist einfach wir die, sind ja hier sogar in der fünften Arena, sehe ich ich gerade. bin halt wirklich auch ein totaler Buhn. Also von daher darfst du schon davon ausgehen, dass du mich kalt machst. Okay, jetzt zieht erstmal Deckst du es schön. seit heute? Wie Schon bitte? dieses Deck, was ich jetzt gerade spiele, spiele ich erst seit heute. Das habe ich eben gebaut. Ja, Hast du eben gesagt? gebaut hier am Arsch, Junge, und dann werde ich wieder schön gegen die Wand geklatscht. Gucken wir mal, was hier so geht. Meine Frau ruft an, die wird kurz weggedrückt. Oh ja, schön in Kombo mit dem Bomben. Ja, du bist ein dreckiges Mistvieh. Es ist Immerhin klar. schon 2er Packer. Ich meine, ich habe gar nicht so viel Kram, aber Ja, 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 der ja, Packer ich habe gar ist nicht so einfach viel das Kram. krasseste Ding. Der haut jetzt nochmal einen rein. Ah, Nee, ne, haut er nein. nicht. Weil meine Pfeile können auch ein bisschen was. Und Welches Level dann haben deine Pfeile? muss ich beim nicht, nee, weiß ich gar nicht. Ja, genau, ist ja nicht, dass ein Turm nicht reicht. Nö, gönn dir, Aber Junge. deine Karten müssen ja wahrscheinlich. Ich meine, mein Sepp ist, glaube ich, nur Level 5 oder 6 oder so. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich das so ein bisschen ausspielen kann gegen dich. Und dass ich hier den Packer so ein bisschen ab. Ah, ja, genau, wie er einfach mal den Bomber zückt. Alter, du. Ja, so krass, ja. Und dann, naja, ich bin ja nur Level 6, Ich bin ja auch nur Level 6. ja. Ja, am Arsch, Junge. Also So. mit Main zwar nicht, aber. Zack. Guck mal, deine sind Level 8. Meine kann ich nicht mal auf Level 7 machen. Und mein Turm braucht 3 Schüsse. Aber mal gucken, was wir hier noch machen können. Das Deck ist natürlich auch extrem stark, muss man sagen. Habe ich so jetzt gar nicht gesehen. Also, ich dachte eigentlich, du verkackst hier richtig hart, weißt du? Nee, also das sieht man natürlich. Aber wie gesagt, ich muss halt wirklich echt sagen, also spielertechnisch ist da bei mir halt echt nicht so viel zu holen. So, jetzt warte ich mal so ein bisschen. Alter, wie er einfach mal ein Poison Spell setzt, Alter. Ja, genau. Ich meine, es reicht ja nicht. Ein Packer ist ja nicht ausreichend. Genau. Nein, ich habe die Hexe vergessen. Ja, die Fire Spirits, ne, die machen halt nichts gegen Pekka, aber die Goblins sind so krass. Na, also ich finde, also mit den Feuer-Dingsbums da bin ich eigentlich so ganz zufrieden mit. Aber klar, ich meine, mit dem Packer habe ich natürlich jetzt hier nicht so hart gerechnet. Und ich würde mal sagen, lass du dein Deck mal gleich. Ja. Und ich probiere jetzt mal. Clement. Meinst du, ich kann anfragen? Ich habe, glaube ich, mit dem Account seit einer Woche nicht mehr, weil ich ja immer in dem gleichen Clan bin. Wie? Ob. Nee, nochmal. Ob ich eine Karte anfordern darf? Ja, klar. Was nehme ich denn da? Warte mal. Nee, das ist gar kein Thema. So, jetzt muss ich gerade mal echt überlegen.
Du lässt, wie gesagt, dein Deck so. Ja. Es ist halt auch klar, ne? Mit der Zeit weißt du halt ungefähr, wann du was droppen musst und so. Das Timing ist halt Ja, wirklich gut. ich fand dein Video sehr cool. Und zwar, als es darum ging mit der mit dem Sepp, wie du das erklärt hast. Also, dass das halt wirklich, wenn du den Sepp eben in einer bestimmten Zeit droppst, dass dann halt wirklich die Truppen nochmal umgedreht, beziehungsweise halt eben einen anderen Gegner anvisieren und so weiter und so fort. Das fand ich schon ziemlich geil. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte jetzt gestern noch ein Video rausgebracht mit dem Miner-Deck, was ich halt gerade spiele. Ja. Und also der Miner an sich ist ja so OP im Moment. Allein, ich habe da auch die einzigen, ein paar Stats drin, wo du einfach siehst, ein Level 8er Blitzzauber kann einfach einen Level, ich weiß nicht, Level 2er Miner erst killen. Ja. Du musst dir mal vorstellen, ein Das ist Level schon krass, 8er ja, Blitzzauber, das ist bis du schon den hast, krass. ist bei uns eh, keine Ahnung, ist das Game wieder out? Ganz sicher. Bis ich Level Jetzt. 8er selbst sage ich schon, Blitzzauber habe. Jetzt überlege ich, ob ich. So. Ja, ich habe das gleiche Deck noch drin. Poison Spell ein Level höher wäre natürlich auch sehr nice, aber ich habe halt nur ein bisschen Gold noch. Und mir fehlt halt die Karte. Das ist Ich halt werde schwierig. dir einfach mal hier ganz easy einen Hog Rider spinnen. Oh, danke schön. Ja, ich weiß, ich bin Ich ziemlich kann ja gut. leider nur zwei anfordern. Alles gut. Das ist ja das Krasse. Oben in Legendary Arena kannst du ja 40 normale anfordern und 8 spenden und so ein Kram. Da bist du ja direkt. Da Da kriegst du so geht's viel dann Gold. fix, ja, da geht's dann fix, Kriegst so klar. viel Gold. Ich probier's mal mit dem Deck. Ich sag dir noch nichts, aber du guckst ja bestimmt auch nicht Nee, so ich rauf guck nicht. Ich momentan. guck nicht. Weil wir haben ja die Bildschirmübertragung an. Jetzt ist er einfach mal krass. Ah, nee, scheiße. Oh, du bist in einem Friendly Battle. Scheiße. Ich bin erstmal schön. Oh, bist du in einem normalen Battle Ich drin? bin erstmal schön ins normale Bett. Kleinen Moment, Nice. du kannst zugucken. Du kannst zugucken. Und kannst mir eventuell noch hier und da ein paar Tipps geben. Gucken wir mal. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil mit dem Bomber. Ja, genau. Hau erstmal schön einen Feuerball raus, Junge. Aber jetzt habe ich einen Vorteil auf jeden Fall, Auf jeden weil. Fall die. Ja, mit dem Bomber. Ja, ich guck mal, dass ich den Bomber doch noch relativ schnell ausschalte. Hoffentlich. Ja, nice. Das lief ganz gut. Und jetzt lasse ich die erstmal laufen. Ich brauche wieder ein bisschen Elix. Ja, immer voll laufen lassen. Wenn der Gegner jetzt, weiß nicht, ein Packer zum Beispiel spielt, also Mini-Packer, dann einfach nur die Skelette irgendwo in die Mitte und bloß nicht zu viel setzen. Wenn du zu viel setzt und overcommittest, dann verlierst du meistens das Game eigentlich sofort. Overcommittest. Junge. Oh Jetzt hast du. ja, schade. Das kann ich aber relativ gut fixen, weil wenn ich halt wirklich die Hast die Lakaien Skelette in den fertig? Weg vom Ballon stelle, dann kommt der schon echt nicht mehr weiter. Das ist richtig krass, finde ich. Also der wird da ganz schön geblockt durch die Luckys. Da hattest du auch extremst Glück, dass die Barbaren nicht ein Ding weiter vor waren, sonst wären sie an deinem Tower gewesen. Aber die Hexe hat das gerade noch so geregelt. Ich meine, die Hexe ist auch stärker geworden. Vor allem in einem Rage ist die ziemlich witzig. Nur das ist, glaube ich, mehr so ein Trolldeck dann, wenn du die mit dem Rage spielst. Ja, es sei denn, man kann es. Jetzt habe ich den Vorteil, er hat den Bomber nicht. Und jetzt kann ich natürlich dann schön Skelette spielen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und jetzt würde ich trotzdem wieder warten. Und auch wenn jetzt meine Skelette da in Anführungsstrichen tot gehen, genau, Bomber passt schon, läuft. Habe ich trotzdem die Möglichkeit halt, ja, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Oh ja, okay. Ja, der Und Bomber jetzt holt. wieder, jetzt guck mal, hier wieder Minions und guck mal, wie der Ballon doch einmal rum muss und gar nichts machen kann. Ja, die Dreier-Min, also die drei kleinen Minions sind schon krass. Und ich bin von denen, also ich habe zuvor die Minion Horde gespielt und bin von denen weg, weil ganz ehrlich, der Gegner hat Pfeile und du bist am Arsch. Weißt du? Und das Problem habe ich dann jetzt nicht mehr. Dann habe ich nicht so viel auf einmal verloren. Ah, die Hexe Ja, hätte das ich weiter stimmt. hinten sitzen können. Was mir irgendwie in deinem Deck fehlt, ist so eine Art Tank. Wenn du jetzt zum Ich Beispiel. weiß, was du meinst. Es ging mir aber darum, wenn ich gegen deinen Pekka gespielt Ach hätte. so. Weißt du, das ging mir darum. Ja, wir können das ja trotzdem mal spielen. Ich meine, ich Genau. kenne zwar die Karten, aber trotzdem muss man noch gegen Karten spielen. Hat er jetzt doch noch den Hit gemacht? Alter, so eine Mondkuh. Ja, gegen den Prinzen lieber die Einser-Skelette. Und dann hättest du Ja, es Dings zum ich Beispiel weiß, dann was du eben. meinst. Ja, na, weil er hat halt dann auch wirklich dann die Möglichkeit, die wegzufeilen und das war halt mein Problem. Jetzt will ich mal wirklich einen Push wagen.
Na gut, dass ich die Skelette nicht verwendet habe, dann hätte der Bomber gleich wieder richtig rasiert. Jetzt zum Und hier jetzt wieder Einser-Skelette. Einser-Skelette. Und Dann jetzt hast du den nochmal Push die eigentlich schon, Kombo. brauchst du gar nicht. Ja. Weil links hat dein Musketier, also Musketier würde ich nie alleine stehen lassen, weil Musketier immer super viel Schaden macht. Und am besten ist halt immer den Push unter deinem Main Tower einfach zu beginnen Okay. und dann dadurch einen riesen Push aufzubauen. Und wenn du jetzt noch einen Riesen in das Deck zum Beispiel reintun Ja, würdest, ich habe die ganze Zeit einen dann. Riesen drinnen gehabt, bloß ich dachte mir, probierst du mal ohne. Oh, jetzt Jetzt kommt muss der ich Bomber auch langsamer. durch und den Ja, Bomber genau. niemals unterschätzen. Der macht über 200 Schaden die ganze Zeit und einfach krass. Schnell, ja gut, abgewehrt, passt. So, und jetzt will ich jetzt noch mal kurz wirklich zurück und dann einen Push Jetzt wird starten. unentschieden, ja. Nö, wieso? Du hast 5 Sekunden. Ne, ich denke K.O. noch. Oder habe ich die Der Zeit jetzt? K.O. ist im Okay. Friendly Battle. Okay, ich hätte gedacht, Kronen-K.O. geht noch was weiter. Nee, nee. Okay. Ja, so viel dazu. Ja, Aber dann. lass uns ruhig mal so mal spielen mit dem Deck. Ich denke, das Ja, macht Spaß. genau. Jetzt geht's los. Ich mach. Du darfst. Level 8, ey. Ja, nee, nee, Sagen nee, meine Tower, wie viel Leben habe ich? nee. 2030. Ja, 300 über. Ja. Guck, die kann ich jetzt zum Beispiel durchlaufen lassen. Das Ja, geht klar, halt da passiert gar nicht. nichts. Da hast du vollkommen recht. So. Da Auch wenn hast du sie Schaden vollkommen recht. gemacht haben, doch relativ viel. Naja, ein bisschen was, aber. Gut, dass ich meine. Oh, ich will immer wieder reinzoomen. Es ist schlimm. Ich will immer wieder Ja, das reinzoomen. habe ich auch ganz oft. Denkst du so, ach komm, bisschen Clash of Clans? Nee. Genau. Keine Ah, Chance. scheiße. Das war Mist. Ich hab's verpeilt, dass Pekka schon down war. Und da hätten die Skelette definitiv nicht mehr sein müssen. Und das war jetzt aber auch nicht unbedingt clever von dir, gleich die Kanone zu setzen. Weil ich hatte ja noch meine Truppen, die garantiert vom Bogenturm dann Ja, die halbwegs hätte ich gekillt jetzt worden wahrscheinlich wären. nicht mehr setzen müssen, aber dann habe ich eine schönere Hand. Dann hast du eine schönere Hand. Yeah! Ja. Das ist eine ganz schöne Hand. Meine Hand für mein Produkt, das sagte mein Ausbilder früher mal. Ja, wir wissen bis heute nicht, was der damit meinte. Aber egal. Also ich hätte ja gesagt, er scheißt sich auf die Hand, aber gut. Gucken sogar Leute zu, oh mein Gott. Ja, das slowt mein Packer schon ziemlich ab. Oh. Aber man muss wirklich dazu sagen, wirklich, du bist Level 6. Ganz ehrlich, das ist halt was ganz, ganz anderes, ganz klar. So, jetzt. Ja, Ein gut, Shot okay. noch, nice. Ja. Guck mal, jetzt habe ich dich erst auf die HP-Punkte von meinem Tower runter. Ja. Ungefähr. Das ist schon krass, also. Aber wie gesagt, das ist halt einfach wirklich die Erfahrung. Also ich stehe halt wirklich da und ich spiele es halt wirklich längst nicht so dolle wie Clash of Clans, muss ich halt einfach sagen. Und ja, das sieht man auch. Klar. Ja, jetzt natürlich der Magier auch relativ weit vorne, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Allerbeste ist. Oh. Nein, 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 nein. Oh, jetzt hat der da noch einen Zap am Start. Boom! Alter, ging es direkt ins Gesicht, Junge. Ja. Das war schon ziemlich unlucky für mich. Ja, und jetzt hat er dann noch einen Päcker. Alte Sau. Jetzt vergiss aber bitte nicht die Skelette, weil die Skelette dich nämlich sonst ziemlich bumsen könnten. Ach ja. Was erzähle ich da? Kampf vorbei. Ja. Scheiß die Wand an. War nicht wirklich der Knüller, würde ich sagen. Oh, ich fand den nice, den Angriff. Das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Mal gucken, ob ich mich noch zu einer hinreißen lasse. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Und guckt ansonsten mal beim Grizzly TV vorbei. Der Kanal, wenn ich nicht vergesse, verlinke ich Das den wäre nett. Ja, natürlich das auch. wäre perfekt. Haut mal rein. Ciao, Ciao. ciao.